Hallo Jungfrau, am 1. des Monats hast du Sonne Quadrat Mars am Monatsanfang. Dürfte für dich eine Herausforderung sein, dich an den gegebenen Situationen anzupassen. Eine Änderung deines Alltagsrhythmus kann eintreten und dich verwirren. Dementsprechend solltest du keine voreilige Entscheidung treffen oder dich unter Druck setzen. Eine Störung oder ein technisches Problem sind im Laufe des Monats möglich. Auch am 1. Februar haben wir Venus in Wassermann eingetreten. Bis 25. Februar gibt es eine Betonung auf Zusammenarbeit mit anderen. Die Lösung eines Problems oder die Regelung einer lästigen Angelegenheit kann auch wichtig sein. Je nach Geburtsradix kann eine Scheidung oder Trennung bald möglich sein. Alternatives Wissen und spirituelle Inhalte werden dir helfen, gesund zu bleiben und deine Lebensqualität zu verbessern. Handwerkliche Arbeit sowie Büroarbeit und die Erledigung von Papierkram können wichtig sein. Zwischen 2. und 11. Februar haben wir Venus Konjunktion Saturn Jupiter in Wassermann. Es kann sein, dass du dich an diesen Tagen besonders eingeengt und fremdbestimmt fühlst. Im Bereich der Finanzen kann es geschehen, dass man irgendwelche Schulden begleichen muss oder Geld für die Familie oder für die eigene persönliche Entwicklung ausgeben wird. Wir haben zwischen 10. und 11. einen Neumond in Wassermann. Achte bis Anfang März darauf, dass du eventuell schlechte Gewohnheiten umwandelst und du dein Wohlbefinden maximierst. Arbeit im Internet oder die Vernetzung mit neuen Bekanntschaften und Freunden werden sich besonders positiv auf deine Finanzen und Gesundheit auswirken. Wir haben dann zwischen 12. Februar und 17. Februar Saturn Quadrat Uranus. Themen wie Arbeitswechsel, Job, Ausland, Kinder und Familiengründung sind im Jahr 2021 mit Verzögerungen und Abbrüchen verbunden. Ein Studium oder Fortbildung zu beginnen oder zu beenden kann eine besondere finanzielle Herausforderung darstellen. Diese Aussage gilt für das ganze Jahr 2021. Dann haben wir am 18. Sonne in Fische eingetreten. Das heißt, man sollte bis Ende März sich nicht in eine Sache einlassen, die langfristig gesehen große Nachteile beinhalten wird. Eine gewisse Unklarheit ist in den Bereichen der Liebe, Zusammenarbeit und Rechtssachen zu erwarten. Ein Mensch, den du gut kennst, kann bald in Schwierigkeiten geraten. Wir haben dann zwischen 19. und 20. des Monats Venus Quadrat Mars. Leidenschaftliche und intensive Emotionen können im Alltag hochkommen und für innere Unruhe sorgen. Es ist auch möglich, dass man mit einer Routine abbricht und sich auf unbekannten Terrain begibt. Ein Kompromiss zwischen Selbstdurchsetzung und Verständnis kann an diesen Tagen erforderlich sein. Wir haben dann am 21. Merkur direktläufig in Wassermann. Falls zutreffend werden sich Rechtsangelegenheiten schnell und einfach klären lassen. Das gleiche gilt bei der Erledigung von jeglichem Papierkram. Zwischen 22. und 25. des Monats hast du Mars, Trigon, Pluto. Dieser Aspekt kann deinem Sex- und Liebesleben einen Schub verleihen. Im Berufsleben sollte man sich auf ein wichtiges Thema konzentrieren, damit man womöglich Erfolg ernten kann. Am 25. hast du Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März können Vertrauensfragen im Bereich der Partnerschaft von großer Bedeutung sein. Und dann zwischen 26. und 27. hast du Vollmond in deinem Zeichen. Du solltest keine Handlung oder Arbeit gezwungen durchführen, sondern dich eventuell freiwillig für eine Sache einsetzen. Liebe Jungfrau, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine persönliche Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen.
Ich wünsche dir viel Glück im Februar 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.